Herzlich willkommen bei einem neuen Part Europa und das ist alles 4. Wir sind hier im Krieg gegen afrikanische Länder. Genau, wir sind hier momentan dabei. Wir müssen das müssen wir erobern. Okay, dann ne Kasania, ne. Wo ist denn Salamanca? Wo sind denn die ganzen Länder? Ah ja, das ist irgendwas Maladaskisches. Hier ist es. Verbündet mit Luba. Komisch, was sind hier die Osmanen? Die haben ja recht entwickelte Provinzen hier. Okay, nur die eine Provinz hier ist wirklich krass entwickelt. Das heißt, wir müssen hier irgendwie landen. Das heißt, wir bräuchten unsere Flotte dort. Wo haben wir unsere Flotte? Hier ist unsere Flotte. Schicken wir die mal, wo ist denn unsere Armee eigentlich? Achso, die belagern gerade die Kasanie. Achso, die hat da mal einen eigenen Krieg, okay. Aber wir können ja die Leute hier, die wir hier haben. Sind denn noch Feinde? Ja, hier sind Feinde. Die können hier eventuell rüberlaufen. Das Problem ist, wir können sie nicht angreifen, weil wir das Gebiet hier nicht erkundet haben. Aber vielleicht können wir uns irgendwie Karten zu diesem Gebiet holen. Also wir können ja hier Karten stehlen. Haben wir die Option? Karten. Naja, wir können die beantragen, aber Sofala befindet sich im Krieg gegen Oman. Warum gegen Oman? Keine Ahnung, Oman ist hier oben. Ach ja, by the way, ich habe die Mameluken umbenannt in ägyptische Städte, weil das ist nicht wirklich Mamelukenreich, was wir hier nehmen, was wir hier nennen können. Ich habe es jetzt einfach umbenannt. Ägyptische Städte sind das jetzt. Weil die eigentlich schon von den Osmanen gefressen wurden. Und lustigerweise haben sie hier eine Kolonie in Australien. Haben die eigentlich ein Freiheitsbestreben? Die haben nicht wirklich ein Freiheitsbestreben. Interessant. Achso, ja, und hier sind wir hier auch haben wir auch unsere Kolonie. Genau, wir können ja versuchen dann hier die Mameluken zu erobern. Okay, folgendes. Ich mache jetzt folgender Plan. Ich werde diese Truppenzeit benutzen, um Madagaskar anzugreifen. Kyoto entdeckt. König, gerade hat uns eine Nachricht aus dem Fernen Osten erreicht. Ein Entdecker unserer Nation hat die Hauptstadt Japans besucht. Wir müssen uns daraus umgehend einen Vorteil verschaffen, für uns andere europäische Nationen zuvorkommen. Dazu kommen wir gleich. Jo, wir haben Kyoto entdeckt. Die Hauptstadt Japans. Und ja, ich habe leider die Mod nicht mehr aktiv, dass uns neue Fähigkeiten gibt und als Herrscher, weil sich die Versionsnummer geändert hat. Das heißt, die alten Eigenschaften, die wir vorher hatten, sind gelöscht und wir haben jetzt neue. Die erste ist Veruntreuer. Erhöht die Korruption plus 0,095. Das ist nicht schön. Jetzt haben wir hier permanent 0,05 dazu. Wir kriegen, glaube ich, noch einen in diesem Jahr, wenn nicht sogar in ein paar Monaten. Und wir können hier neue Staaten begründen. Eventuell hier in Afrika, aber möchte ich das wirklich? Ich weiß nicht. Naja, kümmern wir uns später drum. Luba möchte Frieden schließen. Luba, nee, wir führen einen Hauptkrieg gegen Luba. Wir wollen schon, was will ich eigentlich haben von Luba? Schauen wir uns jetzt mal an, was wir da uns holen können. Also ich hätte gern das. Ich will hier weiter in Richtung Osten reindringen. Möglichst viele Provinzen nehmen. Jo, so ist okay. Was hat das für Auswirkungen? Überdehnung ist okay. Ja, so hätte ich es gerne. Das sieht ganz gut aus. Die hätte ich jetzt nicht gerne, weil die ist so isoliert, die Provinz. Die wird eh gerade von Luba kolonisiert. Genau, was können wir uns von den anderen Leuten noch holen?
Bonoro. Wo ist denn Bonoro? Bonoro ist da oben. Okay, die werden hier gerade von Rebellen zerfressen. Theoretisch können wir hier ja einen Frieden machen. Dann müssten wir uns diese Karte, diese Karteninformation nicht holen. Ja, das fordern können wir natürlich nicht. Okay, machen wir hier mal einen Separatfrieden, weil ich möchte die eigentlich auch nicht wirklich erobern. So, dann hätten wir das. Jetzt müssen wir uns nur noch um diese madagaskische Nation hier kümmern. Und Kasanie. Ich sag gerne Kastanie. Genau, okay. Diese Armee geht jetzt hier an den Hafen von Soyo, da wo unsere Flotte auch vom Anker ist. Und wir können eine neue Idee auswählen. Wie sieht es technologisch aus? Achso, ich glaube, ich sollte vielleicht eher forschen. Weil forschungstechnisch hängen wir schon ein bisschen hinten. Gerade hier administrativ hängen wir zwei Technologien hinterher. Theoretisch könnte der Verteidiger des Glaubens werden, aber das hat halt den Nachteil, dass wir dann höhere Technologiekosten haben. Rentiert sich vielleicht, wenn wir wirklich viele Nationen haben, die wir viele Provinzen haben, die wir wirklich konvertieren müssen, dann lohnt sich vielleicht. Und im Krieg sind aber. Ja gut, im Krieg sind wir, aber ich weiß nicht. Irgendwie schreckt mich das ab, diese Malus. Kostentechnologien. Es sind nur 5%, aber das ist ein 20. Hm. Naja, wir müssen ja jetzt gerade eh aufholen. Außerdem ist der, stellt sich hier auch die Frage, ob wir das irgendwann mal loskriegen, ne? Ich meine, man kriegt es nur los, diesen Verteidiger des Glaubens, indem man es verweigert, eine andere Nation zu helfen, wenn sie von einer andersgläubigen Fraktion angegriffen wird. Aber momentan haben wir, sind wir hier die einzige Nation, die hier den... Oh ne, die Franzosen haben wir, genau. Genau, ich habe ja ganz vergessen. Die Franzosen haben wir unseren Glauben angenommen, lustigerweise. Das heißt, wir müssen den Franzosen helfen und das möchte ich eigentlich noch nicht. Wir hatten schon so viele Kriege mit den Franzosen. Ne, den helfe ich auf jeden Fall nicht. So, aber wir können jetzt hier einen Vorteil auswählen anhand unserer Kirchenmacht. Wenn wir mal unsere Klöster auflösen, geht hier eigentlich. Stabilität könnten wir eigentlich nehmen. Achso, da wollten wir 200. Na gut, dann lassen wir es mal. Wir sparen uns die 200 hin. Stabilität ist immer gut. So, das hatten wir auch schon. Nehmen mal Gold spielt keine Rolle. Ich nehme das eigentlich immer, weil so ein bisschen Inflation schadet eigentlich nicht. Es ist halt ein bisschen teurer, weil solange man nicht ständig was kauft, kann man sich das schon gönnen. Achso, wir sind hier gerade dabei, Kanada zu kolonisieren. Hier sind die Franzosen auch. Und unser Vasall ist hier auch am Kolonisieren. Ja, und unsere 13 Kolonien haben hier 31.000 Truppen inzwischen. So langsam können sie sich mit anderen Nationen messen. Belagerung von Malem. Die haben wir natürlich jetzt gewonnen. Ja, die können wir eigentlich auch annektieren. Dann hätten wir die Kastanie entfernt von der Karte. Aber ne, wir haben hier noch was. Das ist wahrscheinlich irgendwas. Das ist das andere. Ja, einziges Land, was wir haben. Mal schauen, was das war. Wir haben anscheinend noch irgendein Land. Achso, hier sind sie noch. Okay. Ja gut, dann sollen sie das noch haben. Ist mir eigentlich egal. Ich habe diesen einen Krieg beendet. Jetzt machen wir jetzt gleich ein bisschen hier. Ein bisschen Autonomie erhöhen. Unsere Armee ist jetzt hier am Hafen. Dann schicken wir sie mal in die Flotte hier rein. Ah, Luba hat hier das besetzt. Okay. Dann können wir das ja gleichzeitig noch befreien. Schippen wir mal dann aus hier rüber. Ich möchte erstmal hier forschen. Ich blende das mal aus, sonst will ich da noch irgendwas Vernünftiges.
ziehen jetzt den Krieg gegen Portugal, kann das sein? Nee, Malacca und Machu Picchu. Machu Picchu ist doch hier üben irgendwo. Die Osmanen sind in Sri Lanka komischerweise. Mensch, die Osmanen sind irgendwie überall. Wie ich das gut heiße? Wahrscheinlich nicht. Ah, Machu Picchu ist hier. Okay, und die greifen gerade die Kastilien an, die hier eine Kolonie aufgebaut haben. Und die ägyptischen Städte auch. Yotoyolo. Kontroverse Protektionist. Seit Kutuyolo begann, Ratschläge für die Entwicklung des Handels in Großbritannien zu geben, ist der Binnenhandel stärker geworden. Dafür sind nun unsere Importe beschränkt und strengere Regulationen durch den Staat in Kraft. Während seine Einschätzungen zur Verbesserung der Infrastruktur hoch geschätzt wurden, haben Vorschläge der letzten Zeit viele einflussreiche Menschen dazu gebracht, seine Philosophie in Frage zu stellen. Sie argumentierten, dass der König seinen Rat kritiklos annimmt und dass wir auf bilateral vorteilhafte Abkommen mit anderen Nationen aus sein sollten, statt zu versuchen, jeden Handelsrecht zu dominieren. Was bin ich denn? Was hat die für eine Eigenschaft? Veruntreuer, Wächser, Netzgeber. Veruntreuer. Veruntreuer, dann macht man doch das hier. Ein Händler sollte freien Handel befürworten, nicht anschränken. So. Ich glaube, das ist auch so ein Dienst draußen. Wir können uns Jane Northumberland holen. Eine Frau. Die kostet uns 17 im Monat. Könnten wir uns eigentlich leisten. Wie sieht's eigentlich hier aus? Na gut. Diplomatisch hängen wir eigentlich nicht hinterher, aber mein Gott. Kann ja trotzdem nicht schaden. Ach ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir annektieren ja gerade Norwegen. So, ja, und langsam geht die Sonne auf. Ihr merkt es wahrscheinlich im Hintergrund, wie mein Zimmer mehr beleuchtet wird. So, alles klar. Ja, meine Flotte ist endlich da. Dann befreien wir die besetzten Provinzen. Ja, komm, das... Splitten wir die mal auf. Komischerweise ist mein Sound deaktiviert. Habe ich da irgendwas gemacht? Oh, ich habe den ausgemacht. So, schon besser. So. Ach, schon viel besser. Ich weiß gar nicht, warum der Sound deaktiviert ist. Schweden hat sich entschieden, den Wissenstausch von den Niederlanden zu akzeptieren. Okay. Niederlande, die sind hier ziemlich stark. So, die Franzosen hassen uns natürlich nach wie vor. Wenn sie uns angreifen, werden wir unsere Flotte benutzen, um sie abzufangen. Und außerdem haben wir Aragorn auf unserer Seite. So, Herodstown ist nun eine selbstständige Provinz, das heißt, wir können unseren Kolonisten jetzt da nutzen, um was anderes zu kolonisieren. Und zwar, wo möchte ich denn noch hin? Das könnten wir uns eigentlich holen, diese australische Provinz, bevor die Mamelucken sie sich schnappen. Genau, ah ja, der Pazifik wird hier auch langsam kolonisiert. Tatsächlich von den iberischen Nationen. So, wir haben jetzt eine Grenze zu Neu-Portugal. Der Name ist natürlich super. Und theoretisch können wir hier jetzt einen Kolonialkrieg eröffnen. Oder? Achso, wir befinden uns bereits im Krieg, das heißt, es geht nicht. So, dann greifen wir nur die madagaskische Nation hier an. Wir können eigentlich Madagaskar versuchen komplett zu besetzen. Gut, Sofala ist hier momentan vertreten. Sich hier bedroht vor uns fühlen.
Und wir können eine neue Technologie wählen, nämlich Kathedrale. Die Förderung der Religion ist von entscheidender Bedeutung für die Stabilität im Reich. Es reicht nicht aus, großartig zu sein. Die Menschen müssen unsere Großartigkeit auch erkennen. Die Alten wussten, wie sie ihre Großartigkeit zur Schau stellen konnten. Und wir werden es ihnen nachmachen, indem wir Monumente errichten, die die Zeit überdauern werden. Wir können Kathedralen bauen. Das ist die Verbesserung von den Kirchen, die wir hier haben. Die sind ein bisschen besser, die erhöhen nämlich auch unsere lokale Missionarsstärke. Ach komm, das nervt mich hier langsam. Staaten begründen. Und oh, portugalische Rebellen. Afrikanische Rebellen hier in der Küste. Wie sieht es eigentlich aus mit den Ashanti? Wir wollten uns auch noch um die Ashanti kümmern. Achso, die sind verbündet mit Portugal. Okay. Okay, dann, gut. Ah, wir hätten theoretisch den Krieg schon gewonnen. Okay, dann müssen wir Sakala auch noch erobern. Hm. Kann ich euch erobern? Nein. Naja, möchte ich madagaskische Provinzen hier haben? Ich sag mal so, wenn ich das Gebiet hier haben möchte, dann sollte ich vielleicht auch Madagaskar ein bisschen was besitzen. Ich glaube, ich schnappe hier nur eine Provinz von denen. So. Nämlich diese hier, die ist ziemlich gut entwickelt. Ja, wir könnten theoretisch hier zur Forderung durchsetzen. Momentan steigt auch unsere Kriegsmüdigkeit. Hm. Dauer ist es natürlich nicht gut, 0,04 geht eigentlich. Es ist kein Geheimnis, dass sowohl König Adolphus I. als auch die Königin Gemahl Mary mit Worten und daher auch mit Leuten umgehen können. Beide können einen Fremden in ihrer Anwesenheit dazu bringen, sich völlig ungezwungen zu fühlen. Und es gelingt ihnen irgendwie jedes Mal, das abschließende Argument in einer Diskussion anzubringen. Auch wenn sie vielleicht nicht ebenbürtig hinsichtlich ihres Charmes sind und unterschiedliche persönliche Stärken nutzen, so haben die zunehmenden Freunde daran gefunden, soziale Ereignisse gemeinsam zu besuchen und werden sie häufig dabei gesehen, wie sie gegenseitig anlächeln. Eines ist sicher, dem Königreich geht es seit ihrer Vereinigung besser. Gut, wir haben jetzt die 20%ige Chance, dass unser Herrscher einen diplomatischen Machtpunkt. Mein Gott, die Musik ist so nervig. Ist gegen den Sänger, aber die ist ein bisschen komisch, die Musik. Gott, warum habe ich die aktiviert? Ich kann kein Schwedisch. Ich verstehe ein bisschen was, aber ich kann nicht wirklich Schwedisch. So, die darf ich nicht nehmen. Das ist Sabaton-Musik. Deswegen ist sie deaktiviert. Nein, die Musik passt auch nicht. Na, machen wir die Schlacht vom Breitenfels. So. Tja, jetzt weiß ich nicht, ob wir da was zusätzlich bekommen haben. Sieht aber so aus, wir haben jetzt 3. Wachsende Städte fordern Privilegien. Die Bürger einer immer wichtigen werdenden Handelsstadt haben sich heute an unsere Führung unter König gewandt und Privilegien erbieten. Indem sie dann befreit von den meisten unserer Steuern die Region zum Erblühen bringen könnten. Sollten wir ihnen die gewünschten Mittel zur Verfügung stellen, garantieren sie uns die schnelle Verbesserung der regionalen Wirtschaft, was wiederum mehr Wohlstand für den Staat bedeuten würde. Petition, was bin ich denn? Veruntreuer, komplexer Nextweber. Komm, machen wir es einfach mal. Unser ist gelandet und hat bereits 1% Fortschritt, weil wir eben hier noch Kanonen haben und diese Provinz nicht wirklich entwickelt ist, als wenn eine afrikanische primitive Nation ist. Und das war's auch schon. So. Und ja, wir können jetzt theoretisch hier das erobern, machen wir auch. Krass, diese einzelne Provinz hat hier 23 Überdehnungen. Natürlich einen negativen
Hof gegenüber der Nation, von der wir uns die Provinz holen. Das ist mir eigentlich egal. So. Das ist meine Provinz in Afrika. Theoretisch könnten wir hier 124 im Monat, weil hier ist viel zu teuer. Wir müssen noch warten, bis sich die Autonomie befindet hat. Wir müssen die jetzt fürs erste Mal. Ja, fürs Korn haben wir kein Geld, okay. Und jetzt warten wir, bis unser Diplomat wieder da ist. Nee. 123 im Monat kann ich mir nicht leisten. Zu dem hier. Boah, okay, das kommt jetzt einiges mit denen. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich da jetzt wähle. Also alles will ich wahrscheinlich nicht holen. Ab 80, ne, ab 100 kriegen wir negative Events und die können fatal sein. Ich glaube, ich hole mir nur 70 oder 50. Ja, ich gehe mal sicher, ich hole mir nur 50. Überdehnung dazu. Oder machen wir 60. 60 ist ganz gut. Ich hätte hier natürlich lieber ein bisschen mehr, aber. Ich kann es mir jetzt auch nicht. Ich will es auch nicht übertreiben. Vielleicht holen wir uns mit dem restlichen ein bisschen Gold oder sowas. Oder die müssen irgendwas entlassen. Was könnt ihr denn entlassen? Ja, so ist eigentlich okay. Ja, so ist okay. Oder wenn sie was entlassen, dann können wir sie zu unserem Vasallen vielleicht machen. Ich glaube, vielleicht ist es schlauer, als jetzt Geld zu fordern. Nicht. Soll schon mit uns grenzen. Ja, Chokwe. Das klingt gut. Nehmen wir das mal. Mit dem Rest holen wir uns Geld. Genau. Genau. Wir können ja die dann ein bisschen pushen. Und die können wir bestimmt was investieren, weil wir haben sie gerade befreit. Genau, der Haken ist drin. Wir brauchen jetzt nur noch eine Beziehung von 190, dann können wir was analysieren. Und theoretisch können wir sie auch groß machen und dann schlucken. Ja. Gut, aber jetzt müssen wir in unserer Provinz erstmal Korn. Jetzt haben wir hier natürlich Aufstände, die hier drohen. Aber das Gute ist, ich habe nicht so viel genommen, also es ist nicht so fatal. 73. Gut, ist zwar negativ, aber es ist nicht im Rahmen. Ich hätte natürlich mehr nehmen können, wenn ich vielleicht diese Provinz hier nicht gefordert hätte. Aber naja, im Prinzip ist es egal. So, ich krieg hier die Bodensteuer hier rein. Okay. Hier würde ständig jetzt auch noch die Autonomie senken. Wie viele würden denn kommen, wenn wir hier nichts machen? Das geht eigentlich. Wir haben die 22.000. Was haben wir hier? Okay, das sind 24, das ist schon ein bisschen heftig. Das muss ich schon ein bisschen einschränken. Dann erhöhen wir einfach die Autonomie ein bisschen. So. Das senkt sich ja eh. Wir korn ja jetzt hier unsere Provinz und dann senkt sich das Ganze hier ein bisschen die Unruhe. Genau. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Kirchenmacht reinkriegen, dann können wir hier Stabilität nehmen. Skandal am Hofe. Diese, naja, das Event hat man schon ein paar Mal. Shit, ich habe jetzt da nicht auf meine Herrscherfähigkeit geachtet. Sorry. Ich bin immer noch bei meinem Israel-Spielstand. Ich habe nämlich privat mit Israel gespielt und die Welt erobert. Das könnte man eigentlich konvertieren. Das geht ganz gut. Kolonist ist bald da. Rehm bleibt aus. Das hatten wir auch schon öfters, dieses Event. Ja, jetzt haben wir hier Minus, weil wir die Korruption hier jetzt bekämpft haben. Das ist bald weg. Wenn nicht sogar in diesem Monat. Okay, sagen wir in 3-4 Monaten. Schweden fördert technologische Fortschritt. Da
Rebellen dann die Grenze überschritten. Das sind die hier. Okay, unser Vasall wird sich schon drum kümmern. Der scheint mir jetzt Kolonialkrieg gegen Neue Portugal eröffnen. Das ist ein Krieg in Timbuktu und Marokko. Das sind die zwei Länder hier. Interessant, Portugal wird hier anscheinend in Westafrika ein bisschen weiter Gebiete erobern, obwohl sie hier verbündet sind mit den Ashanti, die hier gerade Nationalisten haben. Das ist gut, weil wenn die Nationalisten haben und die sich abspalten, dann können sie sich vielleicht die vassalisieren. So, die schicke ich erstmal heim. Und jetzt mehr weitere Prinzen konvertieren. Ja. Und ja, das war's auch schon für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Janka. Ciao.